Servus und herzlich willkommen im Lesemonat August. Ihr habt ja schon in der Thumbnail gesehen, ich habe richtig, richtig viel gelesen. Es ist richtig viel passiert das letzte Monat bei mir. Und ja, ich habe auch richtig viele Challenge-Bücher gelesen. Also viele Bücher, die ihr in den letzten Wochen und Monaten bei mir auf den Kanälen gesehen habt, sind jetzt endlich gelesen. Ich habe auch ein Buch, das ich schon ewig mit mir rumziehe, wo ich schon ewig und oft euch berichtet habe, endlich zu Ende gelesen und sogar noch den Film geschaut. Also, wenn es euch interessiert, dann fühlt euch herzlich willkommen hier auf dem Kanal Sabrina Mütze und ihr dürft mich Mütze nennen. Ich habe ja schon angekündigt, ein Buch, das ich schon ewig mit mir rumziehe, endlich einmal beendet zu haben. So. Ich glaube, dass ganz, ganz viele von euch da draußen auch die Gilmore Girls gesehen habt und genauso ein Riesenfan seid wie ich. Und ich liebe natürlich die Gilmore Girls, die erste Folge, die erste Szene, wo im Hintergrund There She Goes läuft und Lorelei in Luke's Diner reinkommt und sie dann gleich mal angebaggert wird. Und gleich am Anfang gibt es einen Joke, den ich nie verstanden habe. Im Deutschen geht er etwas so wie, oh du Fremder, Reisender oder fremde Reisende soll man nicht aufhalten, irgendwie so. Und ich habe diesen Joke nie verstanden, weil er leider unglaublich schlecht übersetzt ist. Dieser Joke geht, you are real Jack Kerouac, das heißt, du bist ein wahrer Jack Kerouac und damit ist der Reisende auch gemeint. Und zwar habe ich von ihm das Buch unterwegs gelesen und auch abwechselnd in diesen beiden Versionen. Bevor ich auf den Inhalt näher eingehe, würde ich mit euch kurz ein bisschen den Unterschied dieser beiden Ausgaben besprechen, weil der unglaublich viel mit dem Buch macht und wenn man das gelesen hat, hat man nicht automatisch das gelesen. So, wo fange ich an? Am besten bei der Urfassung. Das steht auch hier unten mit drauf. Also Jack Kerouac ist der Autor, On the Road, der englische Originaltitel. Und das hier ist die Urfassung. Das hier ist ebenfalls von Jack Kerouac, aber viele Jahre später und ordentlich überarbeitet und ins Deutsche mit unterwegs übersetzt. So. In dieser Ausgabe, wo soll ich anfangen? Sie ist ziemlich schwierig. Kerouac hat auf der Schreibmaschine diese Geschichte verfasst, zwar mit Punkt und Kommas, aber komplett ohne Absätze. Also, diese Urfassung, es gibt keine Absätze. Es gibt ein paar Leseteile, ein Autogramm meines kleinen Kindes, der meine Bücher in die Hände kriegt. Okay, also es gibt Buch 1 und ich glaube bis Buch 5 hinten und das ist das Einzige, was hier drin unterteilt ist und das ist auch gleichzeitig das Schwierige an diesem Buch. Man sagt, er hat das wie in einem Fiebertraum, auch unter Drogen und Alkohol, in kürzester Zeit einfach runtergeschrieben und genau so liest es sich auch. Dieses Buch ist überarbeitet worden und auch ein gewisser roter Faden eingesetzt. Hier erzählt Jack Kerouac durch eine Person. Und hier ist es mehr er selbst, durch den er spricht, das ist angepasst worden. Man weiß ja, dass es quasi seine eigene Geschichte ist, die er niedergeschrieben hat. Und ja, diese Version ist angepasst, sie ist gekürzt. Und wie man hier erkennen kann, gibt es auch Absätze. Und ich wusste, bevor ich dieses Buch gelesen habe, nicht, wie wichtig Absätze in einem Buch sind. Bei einem Absatz weiß man einfach, okay, jetzt kann ein neues Thema anfangen, vielleicht sogar eine neue Situation, ein neuer Ort. Und hier
hört ein Satz auf und man ist einfach im nächsten Satz ganz woanders. Und es ist unglaublich schwer, diesem Buch zu folgen. So, jetzt mal ein bisschen zum Inhalt für alle, die den Autor nicht kennen. Wir fangen hier 1947 an und wir begleiten Jack Kerouac, wie er von zu Hause losfährt Richtung San Francisco. Einmal quasi durch den halben Kontinent durch. Man weiß nie so genau, wo man gerade sich befindet. Der Erzähler weiß es auch manchmal nicht so genau. Und ja, er reist die meiste Zeit mit Neal Cassady. Aber es gibt auch immer mal wieder andere Reisegefährten. Es gibt immer mal wieder Frauen, auf die getroffen wird. Und im Endeffekt gibt es, finde ich, nicht wirklich etwas, ja, Tiefgreifendes, was gesagt wird. Es geht einfach immer darum, den Ort zu wechseln, immer on the road zu sein, immer auf dem Sprung, immer unterwegs, ohne da, wo man ist, sich vielleicht mal umzuschauen. Es geht immer darum, wie komme ich an den nächsten Alkohol ran oder an irgendwelche Drogen, da gibt es auch allerlei hier drin. Es wird mit Leuten und Orten einfach nur so um sich geschmissen und ich kann euch nicht viel vom Inhalt erzählen, weil das schon der Inhalt ist, auf der Straße zu sein, unterwegs zu sein, Musik zu hören. Es gibt sehr viel Beatmusik hier drin, es gibt viele Tänze. Ja, Frauen sind einfach nur Objekte, mit denen man entweder sexuelle Begegnungen hat oder die dann eben die Ehefrau werden oder die einen daran hindern, mit anderen Frauen zu schlafen oder die einen dabei hindern, Alkohol zu trinken. Ja, also unterwegs ist eines der populärsten Bücher in Amerika und auch bei ganz vielen bis heute noch Schullektüre. Es ist das meistgeklauteste Buch in Amerika, also beziehungsweise in den USA. Und ich habe es so probiert. Ich habe es mit dieser Ausgabe probiert. Ich habe es mit dieser Ausgabe probiert. Ich habe mir den Film angeschaut. Den kann man tatsächlich kostenlos auf YouTube sehen. Ich verlinke ihn mal, falls sich das jemand antun möchte. Und auch in dem Film, ich habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt so viel gelesen. Ich habe mal hier gelesen, ich habe mal da gelesen. Vielleicht ist mir ja irgendwie der tiefere Sinn dieses Buches, dieses, wo es so viele Anspielungen in der Popkultur gibt, wirklich so viele. Seitdem ich das lese, habe ich mit Sicherheit in 10, 20 Büchern, Filmen, Musik, Serien, Podcasts Anspielungen auf Jack Kerouac gelesen, auf unterwegs. Ich habe jetzt, was habe ich neulich geguckt? Gin und Genie oder sowas, eine Serie und dann liest der Teenie halt auch unterwegs. Oder bei den Simpsons gibt es einen Sidekick auf Jack Kerouac. Er ist wirklich überall und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe es probiert über Monate, ich habe mich wirklich intensiv mit den beiden Lektüren auseinandergesetzt und ja. Ich habe es beendet, ich habe mich durchgekämpft, aber ja, mir ist am Ende einfach irgendwie entgangen, warum es da einen Hype drum gibt. Wer weiß, vielleicht hat ja einer von euch das Buch gelesen, in welcher Version auch immer. Vielleicht, es gibt auch noch mehrere Versionen, es gibt ja auch noch englische Versionen und es gibt auch noch neuere Übersetzungen, aber vielleicht ja, kann mir einer von euch da draußen sagen, was an Jack Kerouac so unfassbar faszinierend ist. Dann kommen wir zu meinem Buchclub-Buch. Das ist ein bisschen außer der Reihe. Wir haben im letzten Monat kein reguläres Buchclub-Buch gelesen, da war Sommerpause. Aber weil in der letzten Auswahl viele gesagt haben, sie würden gerne das gewählte und noch ein anderes Buch, was ich euch jetzt gleich vorstellen werde, lesen, haben wir halt gesagt, gut, dann lesen einfach diejenigen, die wollen beides. Und ja, ich bin eine davon. Ich habe beides gelesen. Und ich habe hier ein Buch in einer wirklich, wirklich hübschen Aufmachung. Ich spreche von Curious Tides von Pascal Lasselle. Das ist wirklich ein so schickes Buch
mit Buchschnitt. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Ah ja, hier. Und vorne gibt es vom Aldrin College eine Karte, eine sehr hübsche. Und es gibt auch hier immer wieder so Einleger, wo dann auch in Schwarz geschrieben ist. Und von der Aufmachung hat mir dieses Buch richtig, richtig gut gefallen. So, und dann sind wir auch schon am Ende von dem, was mir leider gut gefallen hat. Wir begleiten hier Emory. Sie ist am Aldrin College und sie ist zu Beginn des Buches eigentlich nur eine normale Heilerin, die dann feststellt, dass in ihr mehr schlummert nach einem schlimmen Vorfall. Dieses Buch fängt im zweiten College-Jahr an und alles, was eigentlich interessant ist, wo etwas passiert, ist schon im Vorjahr passiert. Emory erzählt uns eigentlich nur aus der Retro-Perspektive, was passiert ist. Wir sind, wenn es spannend wird, eigentlich nie wirklich live dabei. Und am Anfang erfahren wir, dass es 4 Häuser gibt. Haus des Vollmondes, des abnehmenden Mondes, des zunehmenden Mondes und des Neumondes. Und dann gibt es noch das Haus Eclipse, was aber irgendwie nicht so ein richtiges Haus ist. Und danach richtet sich auch die Magie in diesem Buch. Also je nachdem, wann man geboren ist, gehört man einem Haus an und hat dann dessen Fähigkeiten. Und dann kommen irgendwie nochmal Richtungen dabei mit nochmal abnehmend und zunehmend. Und es gibt über 16 verschiedene Richtungen, die man irgendwie an Magie haben kann. Und das ist auch schon ein großes Problem, da wird es nämlich sehr schnell unübersichtlich. Man lernt sehr schnell viele Protagonisten kennen. Das hält sich noch im Grenzen, da kommt man noch mit. Aber wer jetzt mit welcher Magie und in welchem Haus und schieß mich tot? Also, puh, schwierig. Es gibt eine Höhle außerhalb des Aldrin College im Meer. Man kann sie nur bei Ebbe erreichen. Und ja, das ist auch sowas. Also da versterben in dieser Höhle jedes Jahr viele, viele Jugendliche, wirklich viele. Und in dem Jahr sind, glaube ich, 7 verstorben oder 9, ich weiß es gar nicht. Unter anderem im Feuer eben ihre beste Freundin. Und ja, da macht halt keiner was. Also an dieser Schule scheint es keine Lehrer zu geben. Es scheint auch irgendwie nie Unterricht stattzufinden. Es gibt keine Lehrer, die mal sagen, geht da vielleicht nicht hin. Da könntet ihr sterben. Und ja, da passiert dann natürlich ein Unglück. Da gehen Jugendliche hin. Emory war auch dabei. Ihr passiert auch ein Unglück. Die anderen sterben alle. Sie überlebt und jetzt hat sie komische neue Kräfte, die sie nicht deuten kann. So, und was macht man dann logischerweise? Natürlich, man geht wieder in die Höhle, stirbt fast dabei und weil es natürlich nicht lang, geht man auch noch ein drittes Mal und wundert sich dann, wenn man stirbt. Ich habe euch jetzt hart gespoilert, aber ich glaube, das tut dem Buch nichts zum Abbruch, weil alles, was man so auf den 50 bis 100 ersten Seiten vermutet, passiert dann in dem Buch auch. Also, eine riesengroße Enttäuschung und normalerweise sage ich ja, ja, wenn du Fan von dem und dem bist, dann könnte dir das Buch gefallen. Aber ehrlicherweise könnte ich dieses Buch niemandem empfehlen. Also, die Handlung ist nicht gut, der Schreibstil ist ulala und selbst ein Anfänger, der vielleicht nicht so geübt drin ist, Stories zu lesen, kommt halt einfach komplett raus, wenn er mit 16 verschiedenen Magierichtungen konfrontiert ist. Und dann gibt es noch das Haus Eclipse, wo dann nochmal irgendwie verschiedene Aufspaltungen gemacht werden. Leute, es tut mir leid, aber dieses Buch ist richtig, richtig schlecht. Ich muss es einfach so sagen. Und ich bin tatsächlich die Einzige, die es zu Ende gelesen hat. Und alle anderen aus der Leserunde, die gerne sowas lesen, die viel sowas lesen, die sowas lieben, haben es abgebrochen und gesagt, das ist totaler Müll. Also da bin ich nicht alleine mit meiner Meinung, wo nicht so geübt in dem Genre ist und sich vielleicht einfach nicht so auskennt, sondern die, die sich auskennen, die finden es auch nicht gut.
Ich weiß, es wird noch einen Teil davon geben. Ich bin mal gespannt, ob der überhaupt rauskommt und wie sich der verkauft. Aber ja, da ist mal ein Wolf im Schafspelz unterwegs gewesen. Als nächstes habe ich noch ein Buch gelesen, dessen Cover wahrscheinlich die meisten kennen. Sie war letztes oder vorletztes Jahr auf dem Shortlist des Deutschen Buchpreises und hat es auch dieses Jahr wieder mit ihrem neuen Roman auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Und ihre Covers sind legendär, würde ich sagen. Viele wissen es wahrscheinlich schon, wovon ich spreche. Und zwar von Identity von Mithu Sanyal. Am Anfang dachte ich, dass das Buch Identity heißt. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Hier geht es nämlich um Nivedita, ich vergesse ihren Namen, die einen Blog hat. Sie ist Studentin an der Universität, glaube ich, in Düsseldorf und hat einen Blog mit ihrer Göttin Kali. Das ist auch die hier voll draufsteht. Die steht im Indischen für Weiblichkeit und für sehr wilde Weiblichkeit. Sie hat eben diesen Blog und spricht da viel über ihre eigene Identität. Ihre Mutter ist Polin, der Vater Inder und sie lebt in Deutschland. Und sie struggelt sehr damit, wer sie eigentlich ist, wo sie herkommt, wo sie hingehört. Und deswegen hat sie eben den Blog Identity. In dem berichtet sie über die Professorin Sarah Swati, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Und ein paar Wochen oder Monate drauf stellt sich heraus, dass diese Professorin gar nicht indischer Herkunft ist, wie sie zumindest vorgibt, dass sie es ist, sondern ja, eine ganz normale Weiße ist. Und das bringt sie in die Presse, in den Fokus. Sie gibt Interviews, was sie da selbst davon hält, weil sie ja selber auch indische Herkunft hat. Und dann zieht sie zu ihrer Professorin Saraswati in die Wohnung mit anderen und ja, begeht mit ihr quasi die Krise. Und da gibt es sehr, sehr viele Diskussionen. So, das ist der Plot. Bevor ich darauf eingehe, ob es mir gefallen hat oder nicht, muss ich sagen, dass ich mich sehr, sehr schwer getan habe, in dieses Buch reinzukommen, weil die Sprache sehr jugendlich ist. So wie man quasi im Internet schreibt, so schreibt auch die Autorin. Mich spricht es jetzt nicht so an. Also ich hätte gerne ein schön geschriebenes Buch und nicht nur mit so kurzen Hauruck-Sätzen, die dir irgendwas ins Gesicht schmeißen. Aber ich würde nicht sagen, dass es schlechter Stil ist, sondern man muss es halt mögen. Ich selber würde jetzt, glaube ich, nicht nochmal was von der Autorin lesen, aber ich fand das Thema wirklich super gut aufgearbeitet. Es gibt das Studienfach Post-Cologne und da geht es sehr, sehr viel darum, wie wir Weißen die Welt geprägt haben, die Sicht auf andersartige Menschen, in welcher Weise auch immer. Und natürlich geht es sehr viel um richtig, um falsch und ob es überhaupt ein richtig oder ein falsch gibt. Ich habe super viele Denkansätze mitbekommen. Ich bin in einer super privilegierten Situation aufgewachsen. Meine Eltern sind beide Deutsche. Da, wo ich aufgewachsen bin, fühle ich mich wohl. Ich liebe meine Stadt. Ich habe schon viel für meine Stadt gemacht. Und ich habe in Bezug auf meine Herkunft überhaupt keine Fragen zu meiner persönlichen Identität. Das sind Fragen, die mich in meinem Alltag 0,0 beschäftigen. Ich habe überhaupt keine Probleme mit meiner Identität, aber es ist natürlich interessant zu erfahren, was es für ein Problem gibt, wenn halt die Eltern auswandern oder wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen und sich gern haben und wie schwer es dann eventuell für die nächste Generation ist,
Und natürlich ist auch die Frage, wie wichtig das überhaupt ist und ob es überhaupt eine Rolle spielt, eine Identität in Bezug auf die Herkunft zu haben. Ja, es sind alles interessante Fragen. Ich kann nicht sagen, dass ich es gern gelesen habe. Mich hat halt das Thema interessiert, aber ja, mich hat halt der Schreibstil stark abgeschreckt. Aber es ist halt ihr Stil und ich glaube, dafür mag man und liebt man sie auch. Und ja, also völlig in Ordnung. Wer mit jugendlicher Sprache was anfangen kann, da dem kann ich das eigentlich uneingeschränkt ans Herz legen. Übrigens, mich haben schon ganz viele gefragt, was das hier ist. Für alle, die es nicht kennen, das ist ein Wobbel, ein Balancierbrett und das ist ein Kinderspielzeug. Das kann man so rumwobbeln und wenn die noch kleiner sind, kann man das hier hinlegen und dann ist das so eine Brücke, wo die drüber krabbeln oder laufen können und finde ich ziemlich cool, falls jemand für den Herbst was braucht. Die Dinge sind teuer. Aber sie halten auf jeden Fall, was sie versprechen. So, dann habe ich versucht, mal ein bisschen die 10 Bücher für 2024 Challenge voranzutreiben und wenigstens mal ein Buch fertig zu haben. Yay, im August. 1 von 10 Büchern. Ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn ich sage, ich glaube, ich werde es nicht mehr schaffen, alle 10 zu lesen. Aber ich mache mir da keinen Stress. Es sind 10 Bücher, die ich mir zugelegt habe, beziehungsweise 9, weil das eine ist nur noch antiquarisch für horrende Preise zu haben. Aber es sind 9 mit Sicherheit ganz tolle Bücher aus dem Buch der 1000 Bücher und ich freue mich da über jedes, das ich besitze. Ich möchte ja langfristig so gut wie alle Bücher aus diesem Buch der 1000 Bücher sowohl besitzen als auch lesen. Und ja, wenn ich es da habe, dann lese ich es auch irgendwann, aber manchmal sind diese Bücher halt inhaltlich doch um einiges schwieriger als andere und dann kann man halt auch manchmal nur 1 oder maximal 2 lesen. Und ja, deswegen werdet ihr mit Sicherheit die nächsten Monate noch mehr Bücher aus dieser Reihe von mir sehen. So, dann habe ich als erstes wahrscheinlich eins der berühmtesten Bücher gelesen und das Buch ist auch verfilmt worden. Ich möchte unbedingt den Film noch sehen, aber wie so oft bei diesen Klassikerfilmen, die sind einfach auf keinem Streaming-Plattform irgendwo erhältlich. Das ist so nervig, dass man 1000 Plattformen hat. Und ja, dann nicht mal einfach eine gute Auswahl an Klassikern. Nein. Also, wovon spreche ich? Einer flog übers Kuckucksnest von Ken Kesey. Und hier vorne sieht man schon, das ist die Filmausgabe. Ich habe gehört, dass der Film sehr vom Buch abweist. Ich habe den Film, glaube ich, auch irgendwann mal gesehen. Mir kommen die Bilder sehr, sehr bekannt vor und auch grundsätzlich die Story, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Deswegen kann ich euch selber leider nicht sagen, wie nah es am Buch ist, aber ich habe gehört, dass es eben ziemlich weit weg ist. Was ich auch verstehen kann, weil ich glaube, dieses Buch, so wie es ist toll, aber es funktioniert, glaube ich, auch nur als Buch so richtig gut und nicht als Film. Das ist das Erstlingswerk von Ken Kesey. Er hat sehr früh schon die Probleme der amerikanischen Kultur gesehen oder der westlichen Kultur. Ich glaube, das trifft es besser. Und heutzutage, ich weiß nicht, ob er noch lebt, könnte schon sein. Also das Buch ist 82 erschienen und wenn es ein Erstlingswerk ist, nehme ich mal an, dass der Autor noch lebt. Aber er lebt heutzutage in einer Kommune, habe ich auf jeden Fall gelesen und schreibt auch weiterhin. Aber er verdient damit kein Geld. Die Kommune ernährt sich und lebt ausschließlich von der Landwirtschaft, die da betrieben wird. Und ja, er hat halt einfach diesen ganzen Irrsinn geschrieben. Und als Sinnbild für diesen Irrsinn steht eine Irrenanstalt. Alles spielt sich hier oder fast alles in der Irrenanstalt ab. Aus Sicht eines Sohn, eines wirklichen Stammeshäuptlings, also eines
Indianers. Er wird auch der Häuptling genannt. Er beschreibt das auf eine ganz besondere, ganz eindringliche Art, sehr sachlich. Auf dieser Station, wo der Häuptling sich befindet, ist eine Schwester, die da den Hut auf hat. Und da gibt es ganz schwierige Praktiken, die sie da ausführt, wie sie die Patienten gegeneinander ausspielt. Und eigentlich hat sich jeder so in diese Rolle des Patienten ergeben. Und dann kommt einmal Randall Patrick McMurphy und der bringt die komplette Station einmal durcheinander. Alle Gesetze werden auf den Kopf gestellt und er ist so das Sinnbild für den normalen Verstand, für das, was wir als normal erachten würden, schaut er quasi von einem äußeren Blick auf diese Station, auf diese seltsamen Abläufe, auf diese Ergebung an eine höhere Macht. Und es ist einfach alles ein so gutes Sinnbild. Es ist total klug geschrieben, es ist witzig. Dieses Buch hat eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Es ist an manchen Stellen ein bisschen lang. Für mich hätte so die ein oder andere Passage auch ein bisschen gekürzt werden können. Aber die Gespräche, die da geführt werden, es ist einfach köstlich. Es ist nicht so, dass es leichte Lektüre ist. Es ist wirklich harter Tobak, gerade was sie mit dem Patienten machen und wie abgestumpft die sind, was da alles passiert in diesen Nervenheilanstalten. Wir wissen ja, dass da früher, ich hoffe, dass es heutzutage nicht mehr so ist, aber dass früher richtig viele schlimme Dinge passiert sind. Und ich weiß, dass dieses Buch damals dazu beigetragen hat, da näher hinzuschauen, dass es die Gesellschaft in den USA wirklich aufgerüttelt hat. Ich verstehe absolut, warum dieses Buch in dem Buch der 1000 Bücher ist, warum man es gelesen haben muss. Ich finde es toll, obwohl es ein sehr männliches Buch, obwohl es aus den 80ern stammt, aus den USA, finde ich trotzdem, dass man es gut lesen kann. Klar gibt es manchmal so Anspielungen, die die Protagonisten sagen auf irgendwelche Schnecken und heißen Miezen und dieses ganze Gedöns. Aber ich glaube nicht, dass das die persönliche Aussage des Autors ist, von einer Person, die in dieser Anstalt sitzt, wo es einfach auch passt. Also ich finde, ein Autor darf sowas schreiben. Es muss halt zu der Person passen, die da sitzt, nicht die Meinung des Autors ist. Es ist für mich völlig in Ordnung. Und ja, obwohl es hier eigentlich nur eine Frau gibt, die scheinbar alles im Griff hat, ist dieses Buch wirklich für alle Erwachsenen geeignet. Natürlich kein Jugendbuch, nicht leichte Lektüre, aber ein richtig, richtig großer Spaß. Ach ja, was ich noch sagen wollte, auch ein richtig gutes Ende. Es ist super traurig und es geht mit wenig Pathos zu Ende. Das ist für ein amerikanisches Buch auch echt selten. So, dann kommen wir mal zu einem deutschen Klassiker. Ich hatte ja auf meiner Rache den Hesse liegen. Die Kurzgeschichten, wer lieben kann, ist glücklich. Und ich war so angefixt, dass ich gleich noch Siddhartha dazu gelesen habe. Und ich muss sagen, ich bin geflasht. Ich hätte nicht gedacht, dass Hesse so schreibt. Ich habe ihn irgendwie vom Stil anders eingeordnet. Aber hat mir wirklich gut gefallen. Ich möchte mehr von Hesse lesen. Bei den Kurzgeschichten und Gedichten, die haben mir nicht alle gut gefallen. Ich fand ein paar richtig, richtig gut. Und ein paar so, naja, kann man lesen. Aber ist jetzt nicht weltbewegend. Es geht wirklich immer um die Liebe und eigentlich darum, dass man die Liebe nicht bekommt. Ich glaube, Hesse war sehr unglücklich. Hat mich so angefixt, dass ich dann Siddhartha gelesen habe. Ich glaube, mit dem Roman hat Hesse auch den Literaturnobelpreis, glaube ich, gewonnen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde es auf jeden Fall verstehen. Er erzählt quasi den fiktiven Weg, den Buddha gegangen ist. Am Anfang heißt er natürlich auch nicht so. Und er erzählt von einem Menschen, der sehr gläubig aufgewachsen ist
und dann seinen Weg gemacht hat, um wahre Erkenntnis, um wahre Spiritualität zu erlangen. Es ist alles sehr märchen- und legendenhaft geschrieben vom Schreibstil. Und diese Reise geht immer weiter. Er versucht immer eine Art Guru zu finden, wirkliche Verbundenheit und Einklang mit der Welt. Und es geht um verschiedene Denkweisen, um dass man alles zurücklassen muss, dass man sich vom Irdischen abkoppeln muss, aber auch um die Verbindung aufzubauen zwischen Natur und Mensch, zwischen verschiedenen Menschen. Und diese Reise geht immer weiter. Sie ist überhaupt nicht vorhersehbar. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es ist auch nur ein dünnes Büchlein. Es hat 120 Seiten. Es geht ums Erwachen, um wahre Spiritualität und darum, dass man lernt und dass man vielleicht manchmal in die eine Richtung geht und merkt, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Und dann geht man einfach mal in eine andere Richtung. Das ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde, dieses Buch macht besonders, dass es halt nicht so ein Kalenderabreißspruchbuch ist, weil eine Wahrheit nach der anderen kommt, sondern dass es irgendwie tiefer, dass die Geschichte runder ist, dass es einen roten Faden gibt, dass es wirklich auch eine Geschichte ist, wo was passiert und ja, dass einfach so viele verschiedene Sichtweisen in diesem Buch zusammenkommen. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wahrscheinlich ist es auch ein Buch, das im 1000 Buch der Bücher steht. Im Buch der 1000 Bücher steht, so rum. Muss ich mal schauen. Ja, auf jeden Fall verstehe ich total, warum er den Literaturnobelpreis gewonnen hat und warum so viele Menschen von dem Werk begeistert sind. Ich kann auch mal sagen, ja, ich verstehe den Hype. Ich möchte auf jeden Fall Hermann Hesse weiter belesen. Wenn ihr also Tipps habt, was von Hermann Hesse noch gut ist, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und weil ich ganz fleißig war, habe ich noch ein Buch aus der Rache gelesen. Ein Buch aus der Büchergilde, aus der Weltempfängerreihe. Und wir sind diesmal in Ostafrika, Anfang des 20. Jahrhunderts. Krasses Buch. Richtig, richtig krasses Buch. Und das ist kein Buch, man sagt, ich liebe es, aber es ist eigentlich ein Buch, das man gelesen haben muss. Es geht vor allem darum, dass auch wir Deutschen in Afrika Kolonisation betrieben haben und das nicht schlecht. Wir sind hier bei zwei sehr jungen Männern. Bei dem einen fangen wir, glaube ich, mit 11 an und der andere wird mit 8 von seinen Eltern verkauft oder so. Also sehr junge Menschen. Man erfährt aber nur im Rückblick, dass sie beim Militär waren und wir sind jetzt quasi nach der Zeit das deutsche Militär verlassen haben in Afrika. Also wir Deutschen kolonisieren, haben die angeworben, die jungen Afrikaner, sind in den Krieg gezogen und genau Askari heißen die und kämpfen einen fremden Krieg für fremde Menschen, ohne eigentlich wirklich zu wissen, warum. Natürlich gibt es danach Wunden, ganz viel ist da passiert, Familien sind auseinandergerissen worden. Es gibt ja keine richtige Kommunikation. Man muss immer hoffen, dass irgendein Deutscher was notiert hat über irgendjemanden, um dann wieder seine Familie ausfindig zu machen. Und ja, schreiben und lesen können, ein sehr, sehr hohes Gut, was überhaupt gar nicht selbstverständlich ist. Und ja, da unten hat gerade erst ein Krieg gewütet und Europa ist auch schon bereit, den nächsten Krieg wieder anzuzetteln. Wie gesagt, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und am Anfang hatte ich auch hier ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, weil ich nicht so ganz verstanden habe, dass wir im Kopf von zwei unterschiedlichen Männern sind und zwei unterschiedliche Geschichten, die sich aber sehr gleichen, erzählt bekommen. Was super ist. Also, das hat der Autor gut gemacht. Das ist wieder so
Also ich fange wirklich an, mittlerweile afrikanische Bücher total zu lieben, weil sie so einen ganz eigenen Sprachrhythmus und Sprachduktus haben. Sehr sachlich, wenig beschreibend und trotzdem kann man sich super, super gut in die Person hineinversetzen. Und man hat das Gefühl, dass man sehr viel von der Historie mitbekommt, dass das sehr, sehr viel einfach nüchtern erzählt wird, wie es wirklich war und trotzdem auch erfährt, was es mit den Menschen anrichtet, ohne wertend zu sein. Ich meine, dass es scheiße ist, wissen wir alle, aber der Autor wertet nicht und das ist was Besonderes und das ist richtig gut und aus dieser Reihe ist es für mich ein richtiges Highlight-Buch. Ihr wisst, ich hatte da auch schon Bücher, mit denen ich gar nicht zurechtgekommen bin und dieses Buch, Leute, ich weiß, das haben einige von euch noch zu Hause stehen. Lest es, das ist richtig, richtig gut. Last but not least, aber definitiv das schönste Buch, zumindest von der Aufmachung, nicht unbedingt vom Thema. Auch ein Buch aus der Büchergilde und zwar von John Krakauer, In die Wildnis. Wer mein Try-A-Chapter gesehen hat, der hat das und auch schon ein paar von anderen Büchern gesehen. Das war, glaube ich, das erste, was ich getry-adapted habe. Und mir ist das Probieren von den anderen Büchern total schwer gefallen, weil ich dieses Buch unbedingt weiterlesen wollte. Und zum einen ist es so besonders, weil es so wunderschöne Illustrationen hat, aber auch, weil das Thema irgendwie was Besonderes ist. Und ja, John Krakauer schreibt hier von Chris McCandle. Wir erfahren hier sehr viel von John Krakauer selbst. Er ist Autor und er hat über Chris McCandle in einer Zeitung einen Bericht verfasst, als dieser tot aufgefunden wurde. In der Wildnis in Alaska mit nichts. John Krakauer hat das dann nicht mehr losgelassen. Über viele Wochen und Monate hat er weiter recherchiert, Leute befragt. Er hat viele Briefe bekommen, hat die Quellen geprüft und ist an Orte gefahren, wo Chris McCandle war, der sich zu dem Zeit Alex genannt hat. Hat auch den Ort, wo Chris McCandle gestorben ist, dann besucht. Und wir erfahren hier Stück für Stück, wer wahrscheinlich Chris McCandle war, der aus einer eigentlich privilegierten Familie gekommen ist, der eigentlich alles hatte, was man sich wünschen kann, aber den es in die Wildnis gezogen hat, ganz alleine. Und er wollte in der Wildnis für 2-3 Monate alleine überleben und durch viele verschiedene Zufälle ist er dann nicht mehr zurückgekommen, obwohl er zurück wollte. Ich möchte nicht so viel von dem Buch vorne wegnehmen, weil man natürlich auch vielleicht noch was zum Lesen haben möchte. Aber diese Geschichte von Chris McCandle ist wirklich passiert. Das ist kein Roman, das ist ja Sachbuch, Reportage über Chris McCandle. Ein bisschen einen Touch von Roman hat. Aber ja, es ist eben einfach eher eine Reportage. Ich fand das Buch gut. Ich hätte mir ein bisschen mehr Einsicht in Chris McCandle gewünscht. Irgendwie, wie soll man sagen, aus seiner Perspektive einfach mehr. Es ist natürlich schwierig, weil er diesen Menschen nie wirklich kannte. Aber ich hätte gerne mehr von ihm erfahren, die Beweggründe, die wahrscheinlich einfach keiner kannte. Also schwierig. Und das Ende zum Schluss, was da diskutiert wird, es sind Studien und medizinische Ansätze und zu wem er dann alles gegangen ist, um dann wirklich den Tod von Chris McCandle zu hinterfragen und zu analysieren. Das war mir ein bisschen too much. Das hätte auch abgekürzt werden können, aber gut, es ist halt ein Sachbuch. Also mich hat dieses Buch unterhalten. Ich habe
gedacht, das wird ein richtiges 5-Sterne-Buch für mich, ein richtiges Highlight und ist dann eher zu einem 4-Sterne-Buch hinten raus geworden. Hat mich nicht bis zum Ende begeistern können, aber trotzdem, wer daran interessiert ist, wer gerne Illustrationen mag, wer Naturberichte mag, wer dieses ja, Aufbrechen, Losziehen, unterwegs sein Thema mag, der wird hier, denke ich mal, auch richtig gut fündig werden. So, jetzt habe ich richtig lange geredet. Es gab richtig, richtig viele Bücher. Würde mich interessieren, war was dabei, wo ich dich inspirieren konnte? Hat dir irgendwas gefallen? Lass es mir in den Kommentaren da, das interessiert mich immer sehr. Dann noch kurz zu den Zahlen. Ich habe 8 Bücher dieses Monat gelesen, bin mit 151 ungelesenen Büchern gestartet und bin jetzt bei 50 ungelesenen Büchern. Ja, diese 50 bleiben. Das ganze Jahr über bin ich immer bei ungefähr 50. Ich wollte ja eigentlich mal auf die 40 runter, aber das werde ich wohl in diesem Leben bzw. in dem Jahr nicht mehr schaffen. Auch okay. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!